Der dritte Fall, die Anregungsfrequenz nach wie vor 6,6 Rad pro Sekunde, jetzt aber mit der Dämpfung. C gleich 3 Newton pro Meter pro Sekunde. Dann brauchen wir auch unser Lehrsches Dämpfungsmaß. D, das ist dann C, also 3 durch 2 mal Wurzel m mal k, 1 mal 36 und da kommt raus, bleiben wir mal bei den Brüchen, 1/4. Eta wieder 6,6 durch 6, 1,1 und dann können wir damit den Faktor C ausrechnen, 1 durch 1 minus Eta Quadrat und jetzt kommt eben noch dazu plus 2i mal D, 1/4, ich spick auch nochmal in der Formel, da haben wir sie, 2i d Eta, also mal 1,1. Na, und wenn man das jetzt in den Taschenrechner eingibt und nochmal entsprechend umformt, erhält man die komplexe Zahl minus 0,3 minus 0,79 i in etwa. Na, damit Sie selber nochmal gucken können, ob Sie das Rechnen mit komplexen Zahlen beherrschen, füllen Sie doch mal diese Punkte hier aus. Aufgabe. Ob Sie da auf dasselbe Ergebnis kommen. Kleiner Tipp, man muss mit der konjugiert komplexen des Nenners erweitern. So, dann, was brauchen wir? Wir wollten diese Zeigerdarstellung haben, das heißt, wir sollten uns einmal beschaffen, die Länge des Zeigers C, das ist dann der Betrag 0,3 ins Quadrat plus 0,79 ins Quadrat und das ist 0,85 in etwa und das Argument, Sie erinnern sich, der Winkel dazwischen, Arc C, da müssten wir jetzt nochmal in die Formel gucken, Arcus Cosinus, schauen Sie bitte selber nochmal nach, minus 0,3 durch den Betrag 0,85, da kommt raus minus 1,94 oder in etwa, ne? Für uns praktischer, für die Darstellung, minus 111 Grad. Ja, also ein bisschen mehr als 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dann können wir jetzt wieder hergehen und die Zeiger eintragen, sagen wir mal, das hier sind unsere 0,5. Das kann ich mir von hier mal kopieren, die Beschriftung. Das hat sich nicht geändert. Und jetzt eben um 111 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Mal so ganz grob getippt, vielleicht so. Dann der Zeiger für UP. Das schreibe ich jetzt nicht mehr auf, das ist mir zu viel zu schreiben.
Na, und jetzt stellen wir uns vor, t wächst jetzt, also wir wandern in der Zeit nach rechts. Das heißt, diese beiden Zeiger hier drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Wie sieht dann der Realteil aus, also das, was wir hier dann auf die x-Achse projizieren? Für f durch k ist es einfach. Da sind wir wieder bei den 0,5. Positiv. Ich nehme mal kurz Zeit und sage nichts. Hier also 1 durch k mal f von t. Und dann die Frage, wie verhält sich's mit der Auslenkung? Und die Auslenkung ist jetzt eben um diesen Winkel minus 111 Grad verschoben. Na, jetzt muss man noch mal kurz überlegen, wie hier die Achsen zu beschriften sind. Da sind wir bei 0,97, das ist die Periode. Die Auslenkung UP ist jetzt ebenfalls eine harmonische Schwingung mit der Amplitude 0,85, also etwa da oben. Ich schreibe es nochmal kurz dazu. Hier haben wir 0,85. Dann zeichne ich mal den Verlauf der Auslenkung dazu. Oje, egal. Ich mache es gleich nochmal hübsch. Aber so stimmt das natürlich noch nicht, weil die beiden Zeiger sind ja um diesen Winkel hier gegeneinander verdreht. Das heißt, wir müssen den blauen Graphen jetzt noch horizontal verschieben. Jetzt können wir uns mal überlegen, wie weit wir den schieben müssen. Naja, der erreicht ja diesen Hochpunkt hier, wenn sich der Zeiger hier bis auf die horizontale Lage gedreht hat. Dann überlegen wir uns mal, wie lange das dauert. Ne? Für eine ganze Umdrehung brauchen wir 2π durch die Eigenkreisfrequenz 6,6. Jetzt ist es aber kein voller Kreis, sondern eben 1,94 durch 2π eines vollen Kreises. Das heißt, die Zeit, die man braucht, um den Zeiger um diese 111 Grad zu drehen, das ist 1,94 durch 6,6. Das hier kürzt sich raus. Wenn man das in den Taschenrechner eingibt, kriegt man raus, das sind 0,29 Sekunden. Also so ein bisschen weniger als ein Drittel, sagen wir mal hier, sind diese 0,29 und ich schiebe den blauen Graphen eben nochmal entsprechend darüber. Keine Angst, ich nehme gleich nochmal einen Computer und lasse mir das schöner zeichnen, dass Sie hier in der Skizze eine vernünftige Darstellung haben. Na, also so sind die gegeneinander verschoben. Was man jetzt auch nochmal, ich soll das vielleicht doch noch dazu schreiben, UP hat die Gleichung, unser Vorfaktor C, also minus 0,3 minus 0,79 I, e hoch I mal 6,6 mal T. Und damit ist dann auch klar, dass wir hier bei minus 0,79 I sind und hier bei minus 0,3. So hätten wir den Zeiger auch zeichnen können. Klar, das hier ist der Wert 1,5.
Na, ich mache jetzt mal den Graph eben hübsch und dann überlegen wir uns nochmal die Auslenkung zu verschiedenen Zeitpunkten. Dann schauen wir uns an, wie sieht das aus mit der Konfiguration des Systems. Zeitpunkt t gleich 0, eine kleine Auslenkung, diese hier nach links, sagen wir mal so, und die Kraft zieht mit voller Stärke nach rechts. Dann schnappen wir uns mal den Zeitpunkt hier. Ich nenne es mal T1. Da ist die Masse ein Stückchen nach rechts ausgelenkt. Kleines bisschen mehr, als sie beim Zeitpunkt T gleich 0 nach links ausgelenkt war. Und die Kraft zieht immer noch nach rechts, ein bisschen weniger als vorher. Dann nehmen wir uns noch den Zeitpunkt hier, T2, da ist die Auslenkung 0. Und die Kraft geht nach links, relativ klein, mit einem negativen Vorzeichen. So kann man sich das vorstellen. Und was man hier jetzt eben sieht, dadurch, dass die beiden Schwingungen gegeneinander verschoben sind, haben wir nicht mehr einen eindeutigen Zusammenhang. Wenn die Auslenkung negativ ist, dann ist die Kraft positiv oder negativ, sondern das kann eben beides sein. Man sagt in dem Fall, die Phasen sind gegeneinander verschoben.